Assalamu alaikum, grüße Gott sei mit Ihnen, gnädige Frau und mit Ihnen sehr verehrte Damen und Herren. Also, wir haben letztes Mal die Schöpfungsgeschichte unter die Lupe genommen aus der Sicht des Korans. Und in Zusammenhang mit dem, was wir also im Laufe der letzten Jahrzehnten vor allem aus der Beschäftigung mit der Naturwissenschaft in zwei Jahrhunderten, so besser gesagt, gelernt haben, und versuchen wir, diese in einem Topf sozusagen zu werfen und herausfinden, was wir daraus noch mehr erzielen können. Zunächst einmal, lesen wir uns nochmal also die Entstehung des Adams, also was da passiert war. Und, als Gott dann Adam erschuf, wie gesagt, also ich lese also den Koran, zweite Kapitel oder zweite Sura, Verse ab 30. Und als dein Herr zu den Engeln sprach, siehe, ich will auf der Erde für mich einen Sachwalter, einen Kalif, einsetzen. Da sagten sie, willst du auf ihr einen einsetzen, der auf ihr Verderben anrichtet und Blut vergießt? Wir verkünden doch dein Lob und rühmen dich. Er sprach, siehe, ich weiß, was ihr nicht wisst. Und er lehrte Adam aller Dinge Namen. Zunächst einmal haben wir also gesprochen, warum so die Engel reagiert haben, warum, dass sie also Gott die Frage stellten, loben wir dich nicht genug? Und du bist also auf dieser Erde, auf der Blut vergießt, vergossen wird, dass die Menschen Verderben also anrichten und sich gegen, dass die dass die bewegende Dinge, die auf dieser Erde gibt, nämlich Tiere aus diesem Tierreich, das ist ja das Allerhöchste, was wir auf dieser Erde sehen, sind ja diese Tiere. Ja, unter anderem auch, ja, da sieht also ein Typ, also diese Homo sapien, auf diese zwei Beinen läuft und kann auch wunderbar noch, also jagen sogar und zerfleischen, zerstückelt und sich gegenseitig auch noch, also richtig, also wie alle anderen Tiere, also, und willst du auf so eine Erde, aus so einem Mensch, also Menschen, also willst du also einen Kalif haben? Die Engel, wie ich also sage, die haben also diesen Prozess der Schöpfung genauestens beobachtet, genauestens gesehen, wie der, wie nach dem sozusagen, nach dem sogenannten also Urknall, nach diesem kompakten Licht, und wir sagten, werde Licht, und es war Licht. Ja, das ist Anfang der Schöpfung, und heute, Nach 200 Jahren Erfahrungen mit allen, also seit Galilei, sagen wir mal so, offiziell, dass der Mensch also Teleskope bauen konnte und, auch, und diese auch gen Himmel richten könnte, beobachtete man die Sterne, und so im Laufe der Zeit hat sich also entwickelt, und jetzt weiß man, dass wir also in einem Kosmos leben, das etwa 13,7 Milliarden Lichtjahren groß bereit ist. Also bis dahin. Es ist aber noch nicht zu Ende. Es ist ja nicht alles gesagt worden. Bis hierhin,
Also ungefähr 13,7 Milliarden Lichtjahre ist ja die Größe dieses Universums, in der wir die entfernteste Lichtquellen also beobachten. Und ja, wie ist das denn also angefangen? Wir haben so gesagt, dass also von dem Urlicht, ja, hat sich die Materie entwickelt, aus der Materie, ja, ist also auch langsam die Erde entstanden, das ist die Materie, und im nächsten Zustand sind die Pflanzen entstanden, und dann aus diesen Pflanzen sind also Tiere entstanden, Tiere, und aus diesen Tierreihen sind unter anderem auch also eine Art entstanden, die nennt man erst einmal Menschen, die nenne ich also Menschen, oder wir konnten also nach unserem heutigen Verständnis also, hier also von Homo Sapien, Homo Erectus oder Homo Sapien reden. Nun, aus diesem Kreis kommt, und der liebe Gott will aus diesem Kreis, das ist das allerhöchste, allerbeste entwickelte Tierart, das ist ja diese Menschen. Sein Nervensystem hat sich ja wunderbar prächtig entwickelt. Und jetzt kommt also der liebe Gott, sagt also, ich will also einen Kalifa haben auf dieser Erde, ein Sachwalter, der in meinem Auftrag auf der Erde also herrscht. Und ja, die Frage, warum? Das ist auch schön, also, dass die Engel überhaupt fragen können. Ja, die sind nicht einfach stumm da. Ne? Die können fragen, loben wir dich nicht, lieber Gott, also, bist du auf so einer Erde, in der also die Tiere sich also gegenseitig zerfleischen und die Menschen sind auch nicht als Besseres, willst du aus dieser Erde willst du also einen Sachwalter haben? Das ist also Überraschung. Und Gott sagt also, ich weiß, was ihr nicht wisst. Und er lehrte Adam aller Dinge Namen, und wir haben auch gesagt, also, dass diese, erst dann kommt also, Gott haucht also von seinem Geist, also sozusagen in eine von diesen Menschen, und daraus wird Adam. Adam ist erst dann Adam, wenn in diesem hochentwickelten Nervensystem das Hauch Gottes, das Geist Gottes sozusagen eingehaucht wird. Erst dann, meiner Meinung nach, ist Adam entstanden. Dieser Adam ist also eine, das ist der, die Krone der Schöpfung. Warum ist er die Krone der Schöpfung? Weil danach also Gott fragt die Engel, okay, sagt jetzt die Namen der Dinge. Diesen Namen der Dinge ist enorm wichtig. Das sind nämlich diejenigen Wahrheiten, auf deren a priori Gott, Entschuldigung, Kant auf der Suche war. Diese Begriffe suchte, die ohne empirische Kenntnisse, ohne Betreibung von Erfahrungen da waren. Ich verbinde genau diese Namen damit. Das sind die eigentliche Wahrheiten. Wenn man diese Wahrheiten hat, dann hat man auch die Wahrheit, dann kennt man die Dinge, das Wesen der Dinge an sich. Ja, Erkenntnis über die Dinge an sich. Darum geht das eigentlich. Gut, die Engel, Gott fragt die Engel, okay, jetzt nennt ihr also die Namen der Dinge. Die Engel sagen, wir haben nur also so viel Kenntnis, wie du uns also belehrt hast. Ja, gepriesen seist du. Und er lehrte Adam aller Dinge Namen, dann zeigte er sie den Engeln und sprach. Nennt mir die Namen dieser Dinge, wenn ihr wahrhaft seid. Sie sagten,
preis dir. Wir haben nur Wissen von dem, was du uns lehrst. Siehe, du bist der Wissende, der Weise. Er sprach, O Adam, nenne ihnen ihren Namen. Und als er ihnen ihren Namen genannt hatte, sprach er, sagte ich euch nicht, ich kenne das Verborgene der Himmel und der Erde? Und ich weiß, was ihr offen tut und was ihr verbergt. Und als wir zu den Engeln sprachen, werft euch vor Adam nieder. Vor dieser bestandenen Prüfung mussten die Engel, sag ich mal, vor Adam sich niederwerfen. Werft euch vor Adam nieder. Da warfen sich nieder, also alle Engel, die Gott also bis dahin, also was heißt bis dahin, was ist überhaupt die Zeit? Und ne? Alle Engel, die er also erschaffen hatte, die haben sich also niedergeworfen, außer Iblis, der sich aus Hochmut weigerte und so zu einem der Ungläubigen wurde. Wir haben noch also erklärt, warum er hochmutig geworden war. Warum? Weil der liebe Gott also neben, aus diesem Urlicht, neben Materie, natürlich hat er auch also sozusagen, also was wir also heute zwischen aus dem Licht beziehungsweise Feuer und Materie und also das hier ist ja die Materie. Ja, aus dem Licht und Materie schafft er, aus der Materie kommt er also und schafft also die Menschen, grundsätzlich also Menschen, wir sind Materie, unsere Materie ist im Kern der Stelle entstanden eigentlich, wir sind auch fast genauso, ja, genauso ungefähr mindestens heile unsere Bausteine, unsere Körper sind also 13,7 Milliarden Jahre alt. Wir sind genauso alt also wie der Kosmos selbst. Also zum Leid der Frauen natürlich, das ist aber auch nicht verkehrt. Naja, vielleicht die Frauen sind ein paar Milliarden Jahre also jünger. Aber naja, okay. Wir haben auch darüber aufmerksam gemacht, dass Gott also aus Licht und beziehungsweise Feuer auch also eine andere Reihe von Geschöpfen auch also gemacht hat. Die heißen dann Jinns. Jinns. Diese Jinns sind sozusagen aus Feuer erschaffen worden. Aus Feuer sind die erschaffen worden. Das sind also sozusagen Gegenspieler der Menschen. Diese Jinns sind, die haben auch also Gläubige sozusagen, Ungläubige und die haben auch also Kafir und Nicht-Kafir. Wir haben also Kafir, also das ist mal so definiert, was also Kafir ist, also ein jemand, der die Wahrheit also unter den Teppich kehrt und sagt, nee, existiert nicht, also das ist, ich sehe keine Wahrheiten hier. Okay, und wir haben auch darüber hingewiesen, dass aus Sicht des Korans Satan gehört also zu dem Kreis der Jinns. Also aus diesem Kreis also ist er also entstanden. Allerdings, er war also bis vor der Schöpfung von Adam, konnte also mit Engeln verkehren. Und wir haben auch darüber aufmerksam, dass Satan, ja, und der Shaitan, am besten also schreibt man so, damit also Shaitan, diese Shaitan hat also keinerlei Probleme mit Gott, sondern sein Problem sind Adam. Er will also Gott beweisen, dass der Mensch ist nicht würdig,
von Engeln, von der Schöpfung, also gepriesen, dass die Engel also sich also eben den Adam also gegenüber sich niederwerfen. Und um das zu beweisen, verführte er ständig die Menschen, ja, damit also sie nicht dazu kommen, also tatsächlich also ein Sachwalter Gottes auf der Erde zu sein. Sachwalter Gottes ist der, sind die Menschen, die bewusst worden sind, dass sie also richtig von Gott stammen und auch also ihre Ethik, ihre Moral also nach Gottes Moral also stimmen. Und ja, das ist ungefähr also was wir also letztes Mal so gesprochen haben. Und wir haben also dann erklärt, also der Teufel ist also vor allem also eifersüchtig auf die Menschen. Und wir sprachen, o Adam, du und deine Frau bewohnt den Garten und esst von ihm in Hülle und Fülle. Ja? Nachdem dass er seine Prüfung bestanden hatten, durften also Adam und seine Gattin, also Eva, also ins Paradies einmal kommen und sie konnten also dort, wie viele Millionen Jahre dort also verweilt haben, das weiß ja keine, weiß ich nicht, also sage ich auch nicht, also keine, ich habe ja nicht also alle Anwesenden in dieser Schöpfung also gefragt, um daraus also meine Aussage also zu erreichen, also ich weiß es nicht. Also wo immer ihr wollt, aber naht nicht jenem Baume, sonst seid ihr Übeltäter. Und der Baum ist ja Baum der Erkenntnis gewesen. Also es geht ist also um Erkenntnis. Ja? Und beim Teufel ist auch also nichts anderes, also beim Satan, dass er sagt, also ich glaube nicht, ich glaube nicht daran, dass aus diesem niedrigen Stufe des Seins irgendjemand kommen durfte, der es würdig sein konnte, vor ihm also Engel sich niederwerfen. Und das ist die ganze Krach einerseits. Und er hatte also Erfolg, ne? Also, aber Satan ließ sie straucheln. Und vertrieb sie, von wo sie weilten. Und wir sprachen fort mit euch. Und wir sprachen fort mit euch. Ja? Der eine sei des anderen Feind. Das ist interessant. Wie viele Menschen sind ins Paradies, also sind wir dann gewesen, außer Adam und Eva? Ja, sind sie alleine gewesen oder haben sie auch noch Kinder gehabt, haben sie auch also andere Homo sapien auch also irgendwie gesegnet und mitgenommen ins Paradies? Was ist denn passiert eigentlich hier? Was ist, ne? Das sind also sozusagen reiche Spekulationen jetzt. Aber das ist interessant, seid also fort mit euch. Ja? Ob es also nur mit Adam und Eva gemeint ist, das müssen wir zumindest also annehmen. Ja, fort mit euch, der eine sei des anderen Feind. Ja? Und seitdem spüren wir ja, ne? Wie Kain und Abel, ja, wie Abel durch Kain also getötet wurde. Ja? Von da fängt also die ganze Geschichte an. Hm? Und bis heute, ein Teil der Menschheit ist den anderen Teil feindselig gegenüber. Und weswegen? Weil der Teufel hier also ständig also kitzelt und verflüstert und die Menschen im Zustand der Natur sind auch also besonders also anfällig und schwach und sie merken nicht, und sie fallen in die unzähligen Fallen des Teufels und sie kriegen sich gegenseitig. Ja? All diese Kriege, die im Nahen Osten also entstehen, die wären also vermeidbar gewesen, ja? Wenn die Menschen im Westen also wirklich entdecken konnten, dass wenn sie auch das Öl also vor diese verdammte Industrialisierung also haben wollten, konnten sie auch mit
Menschlichkeit, mit Freundlichkeit, mit Freundschaft das also gewinnen. Ja, nicht mit all diesen Zerstörungen, diese Kriege, die verursachen, dass also Mittelstand dort also verloren zugrunde geht und all diese wirtschaftlichen Bürden, die an die dritte Weltstaaten aufgelastet worden sind, die kommen jetzt auch zurück. Dass die wirtschaftliche Kraft im Westen also geht auch leider ständig auch zugrunde. Und der Mensch muss ja anfangen, andere Lebensformen, andere Lebensstile, also sich zu denken und für meine Begriffe, wir müssen also dazu kommen, also die ganze Wirtschaft also gründlich also umkrempeln, wir müssen also von vielen grundsätzlichen falschen Dingen uns befreien, vor allem in der Wirtschaft, diese Zinswirtschaft hat uns ruiniert, hat die Menschheit definitiv ruiniert und wir haben, wir werden auch so vor die harten Tatsachen dieser Unsinn also uns konfrontiert sehen. Also sagt der eine sei des anderen Feind, doch auf Erden sollt ihr eine Wohnung und Nießbrauch auf Zeit haben. Und Adam empfing von seinem Herrn Worte und er nahm seine Reue an. Schau mal, wie barmherzig Gott ist. Ja, er hat ihm also erst einmal gelehrt. Und er sagte, ja, komm zu diesem Baum einfach nicht näher. Ob das also einen Baum, Apfelbaum ist oder... Manche islamische Texte sagen, nein, es ist kein Apfelbaum gewesen, es ist also Weizenpflanze gewesen. Aber es ist ja vollkommen unwichtig, ne, einerseits. Wichtig ist, dass das also der liebe Gott ein Zeichen auch gesetzt. Man sollte auch also den Adam prüfen. Ein Zeichen gesetzt, dass diesem Baum solltest du nicht näher kommen. Ja, diesem Baum solltest du nicht näher kommen. Und genau an dieser Stelle, das war der Schwachpunkt von Adam, ja, so hat also Teufel gesagt, ja, pass mal auf Adam, der Baum ist ja der Baum der Erkenntnis. Wenn du von diesem Baum isst, ja, dann hast du alles. Ja, so hat man verführt. Ja, sonst, es ging ja nicht nur also um einen Apfel, sie hatten die Möglichkeit, also alles essen, Früchte und sagbare Früchte und dass wir auf dieser Erde nicht solche Früchte also haben können, es sei denn, dass man Maria heißt. Also wie ich also letztes Mal gesagt habe, also nur Maria durfte, Menschen wie Maria durften und dürfen also wirklich auch Essbarkeiten unter Umständen aus dem Paradies serviert bekommen. Aber das sind ja sehr seltene Sachen, sehr besondere Angelegenheiten, besondere Segnungen natürlich. Aber die hatten ja alles. Die konnten also weilen, wo sie wollten. Und wenn wir davon ausgehen, dass wenn nach Leibniz'sche Vorstellung, er hat also nach seiner Meinung also gezeigt, dass dieser Welt die vollkommenste Welt ist. Okay, wenn wir also diese Welt, diese Universum, also das vollkommenste Universum betrachten, in der auch Paradies also stattfindet, das heißt, überall dieser Mensch als Adam sein könnte. Ob es also in einer Milky Way-Galaxie ist, also ne? Ja? Milchstraße, oder in entfernteste Galaxien, also aus denen also in 13,7 Milliarden Jahren entfernte Bereich, in so einer Dimension konnte Adam also den Paradies genießen und sehen und erfahren und so weiter und so fort. Mindestens sollte es so sein. Und ja, aus diesem Paradies ist also Adam und Eva, sind Adam und Eva also verführt worden und rausgeworfen worden, aber der liebe Gott kommt ist barmherzig und lehrt Adam,
Text, der lehrt Adam Bittgebete. Lehrt ihm also Bittgebete, wodurch er Reue begehen kann. Er lehrt, ja, und akzeptiert auch. Ist das interessant? Du weißt ja, okay, ich will dich vergeben. Also, das ist also der Weg. Ja? Bete in dieser Form. Ja? Und dann nehme ich also dein Gebet also an. Ja? Erst einmal kannst du also. Und wo sind dann erst, in diesem Zustand zuerst also Adam und Eva gelandet, Dudejan? Achso, Entschuldigung. Ja, Adam und Eva sind zuerst also im Gebiet von Arafah gelandet. Arafah, das ist also Saudi-Arabien, sozusagen, ne? Saudi-Arabien etwa, das ist Mekka. Mekka, das ist also Medina. Und hier ist Jidda. Jidda kommt von dem, aus dem arabischen Wort Jidda. Jidda heißt Urgroßmutter. Warum? Also Urgroßmutter. Warum? Weil Eva hier begraben ist. Eva, Salamullah alaih, grüße Gott sei mit ihr, ist hier in Jidda begraben. Ja? Das deshalb wird also Jidda genannt. Jidda, das heißt, wo die, unsere Urgroßmutter begraben ist. Als sie dann also vom Paradies also rausgeschmissen wurden, sie landeten erst einmal hier in der Nähe von Mekka, gibt es also ein Gebiet, beim Hajj-Pilger muss man zu diesem Gebiet, im Hajj-Saison, muss man erst einmal zu diesem Gebiet, etwa ein paar Kilometer entfernt von Mekka. Und dort müssen sie weilen. Und da gibt es also einen Berg. Die nennt man also Berg von Rahma, Jabalur Rahma. Ja? Und den Gebiet hier, dieses Gebiet nennt man Arafah. 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 Diese Arafah kommt also vom Arafah. Schreibe ich also. Entschuldigung. Arafah. Arafah, oder so geschrieben, Arafah, kommt von dem Wort sich kennenlernen, nochmal treffen, kennen, ja, erkennen, kennen, erkennen. Da hier in diesem Gebiet Adam und Eva sich nochmal getroffen, ja, Adam und Eva haben sich also in Arafah nochmal getroffen. Und das ist auch interessant, warum sie gerade also in alle schönen sozusagen Länder dieser Erde in Saudi-Arabien Richtung, also ein trockenes ungefähr Land und heiß, also im Sommer vor allem, ist ja in der Wüste schon 60, 70 Grad manchmal. Und in so einem Gebiet, in dem nur also sporadisch Oasen zu sehen gibt, wie zum Beispiel Medina oder sonst. Aber das ist also besonders auch fruchtbare Gebiet, was die Offenbarungen später betrifft. Also allerdings. Es ist interessant, warum gerade an diesem Gebiet wieder der Mensch gesendet wird. Warum nicht zum Beispiel nach Europa? Ja, wo grün ist, himmelreichlich, also nur in der Wüste fast. Ja? Das ist interessant. Allerdings, so die
Überlieferungen, sie lassen uns ahnen, dass dieser Gebiet, das erste Gebiet von der ganzen, von Wasser bedeckten Erde in der Geschichte der Entwicklung der Erde war, die aus dem Wasser rausgeragt ist, rausgekommen ist, ist das Gebiet also von rund um Mekka zunächst einmal dieses Gebiet. Also allerdings, das müssen auch natürlich also zunächst einmal die geologischen Untersuchungen das auch untersuchen. Das ist also eine schöne, interessante Thema, das nachzugehen. Ja, warum ist einmal hier? Und ich brauche nicht darauf hinzuweisen, dass die meisten Propheten der Geschichte der Menschheit ab Adam. Adam ist der erste Prophet. Bis zum Prophet Mohammed, die sind fast alle in diesem Gebiet geboren worden oder in diesem Gebiet also gekommen. Und Abraham, Noah vielleicht also ein bisschen also entfernt, also er kommt also auch aus diesem Gegend erst einmal und dann also ist sein Schiff also im Ararat gelandet, im Berg von Ararat, heutige Armenien also gelandet, man sagt also. Und also hier sind die Propheten des Alten Testaments entstanden, sind hier geboren worden, hier gestorben worden. Wenn man also in Mekka ist, diese Mekka und Kaaba, das ist also, Mekka entstanden ist also rund um einem Gebiet aus dieser Erinnerung, entstanden ist, also Kaaba und rund um diese Kaaba, ja, vor allem hier gibt es also eine Stelle, das muss man also ein Bild zeigen, zwischen dieser Stelle, bisschen also hier, ja, diese Stelle und Kaaba sind unzählige Propheten, unter anderem auch die Kinder von Abraham. Ismael zum Beispiel und seine Mutter Hajar sind hier begraben worden. Deshalb nennt man also hier auch also Babur Rahma, Tor der Barmherzigkeit. Wenn, es gibt hier also ein Wasser, wenn also regnet, dann kommt also das Wasser von hier und fällt also hier. Und das Beten hier ist ja besonders wertvoll. Und hier sind auch also meistens viele große Propheten sind hier begraben, an dieser Stelle. Also diese Stelle ist eigentlich schon mit Adam und Eva bekannt gewesen. Schon Adam und Eva haben also nicht den Kaaba, aber dieser Ort ist einmal gesegnet. Dieser Ort ist ja schon bevor aus dem Wasser ragte, so die Prophezeiungen, so die Überlieferungen, war also die Engel erwarteten eine ganz besondere Angelegenheit, Erfahrung also hier zu sehen. Deshalb 2000 Jahren vor diesem Ereignis waren sie also voll im Gebet also gewesen und Lobpreisung Gottes, dass bald also aus diesem Wasser also 2000 Jahre ist ja für uns also eine Sekunde also ist eine Sekunde in der Geschichte der Schöpfung sozusagen. Und das war halt die Engel irgendwie bekannt, dass etwas hier ist im Werden. Etwas ganz Besonderes ist ja im Geschehen hier. Allerdings, wenn also Adam und Eva also getrieben werden aus dem Paradies und nachdem das Gott also ihre Reue annimmt, sind also in diesem Ort. In diesem Ort werden sie also lernen Sie das Wort Gottes zum Reue kennen, hier kennen, lernen Sie sich wieder also kennen, deshalb nennt man auch Arafah, wo Sie sich kennengelernt haben wieder. Und
Ja, das ist das, was also hier, und Adam empfing von seinem Herrn Worte und er nahm seine Reue an. Denn siehe, er ist der Vergebende, der Barmherzige. Und macht weiter, fort mit euch, wir sprachen, fort mit euch von hier allesamt. Und wenn zu euch rechte Leitung von mir kommt, wer dann meiner rechten Leitung folgt, über die soll keine Furcht kommen. Und sie sollen nicht traurig sein. Wer aber nichts glaubt und unsere Zeichen verleugnet, die sollen Bewohner des Feuers werden, darin sollen sie ewig verweilen. O ihr Kinder Israels. Ja, jetzt fängt er also an, gedenkt meiner Gnade. Weil diese Geschichte also hat eine Verlängerung der Geschichte, die auch bereits den anderen Völkern seit Adam und Eva also auch erzählt worden sind zum Teil. Ne? Also vor allem Kinder Israels. Israels ist die Beiname des großen Propheten Jakob, das ist also einer der heiligen Propheten des Islam. Also erster Prophet des Islam ist Adam. Ja? Vom Propheten spricht man nicht, sonst wäre also Eva auch also Prophetin. Allerdings ist die erste heilige Frau des Islam ist Eva. Eva ist die erste heilige Frau. Im Islam sind also einige Frauen besonders gekennzeichnet ausgewählt. Die erste ist also Eva. Zweite ist also Frau des Pharao. Pharao war selbst ungläubig, aber seine Frau war also gläubige Frau. Ja, also ich weiß ihren Namen nicht, eine Frau von Pharao. Und dritte ist also Frau des Propheten Muhammad Khadija. Achso, Entschuldigung, dritte ist also Maria. Maria. Ja? So schreibt Maria. Nee, also Maria. Also dritte heilige Frau des Islam. Vierte heilige Frau des Islam ist Khadija. Kha, di, ja, also ich schreibe das also mit J, aber ein Häkchen stelle ich also da, Khadija. Ja, die SCH will ich ja nicht schreiben. Khadija, Entschuldigung. Khadija. Und die fünfte heilige Frau ist Fatima. Fatima ist Tochter von Khadija und des Propheten Muhammad und also fünfte heilige Frau des Islams. Also das sind die heiligen Frauen des Islam. Adam ist erster Prophet des Islam. Jesus Christus ist die zweite vorletzte Prophet des Islams. Moses ist der dritte Prophet des Islams und so weiter und so fort bis zu Abraham. Alle alttestamentarischen Propheten sind die Propheten des Islam. Also auch Tora ist ein Tora des Islams. Bibel ist ein Bibel des Islams. Ja? Ja, einige haben halt geglaubt, diesem Weg, dieser Geschichte der Propheten, diese Botschaft des Propheten, haben geglaubt und gefolgt. Ja, und die Schwierigkeiten des Lebens also versucht einfach zu beherrschen, nicht also vor ewig zu sehen und auch die schönen Teilen des Lebens auch nicht also vor aller Ewigkeit sehen. Es geht auf und ab für jeder von uns Menschen auf dieser Erde. Und das geschieht alles, damit wir also geprüft werden, ob wir also
an Gott und seine Rechtleitung glauben und uns orientieren in alles, was wir machen, ob wir Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft betreiben, Ingenieurwissenschaften machen oder Familie, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Ethik, Politik und so weiter und so fort, dass wir diese grundsätzliche Rechtleitung nehmen. Die sind ja Bausteine des Seins. Ja? Wenn zum Beispiel also in Bezug auf Wirtschaft, Koran und sämtliche monotheistische Religion weisen darauf hin, Zinsgeschäft ist verboten. Zinsgeschäft bringt Verderben und Elend. Investiert man 5 Cent, also vor 2000 Jahren zur Zeit von Jesus, 5 Cent mit 1% sozusagen, also Zinsen des 5 Cent, ja, heute hat man also Hunderte von Milliarden, also oder Tausende von Milliarden Schulden zu begleichen. Es ist furchtbar. Ja, das kann nicht Sinn des Lebens sein. Vor 50, 60, 100 Jahren also leben auf dieser Erde, was durchschnittlich also der Fall sein kann. Und dass man so viele Bürden, so viel Elend also verursacht, so viel Hunger und Elend, die entstanden sind. Wirtschaft geht kaputt. Ja? Und sagt einfach Zinsen. Wie man jetzt das bewerkstelligt, wie man das realisiert, ja, das ist den Menschen selbst überlassen erst einmal. Sie sollten aber diese Grundsteine so legen. Ja, wenn man also den Grundstein falsch legt, ja, schief legt, dann geht diese Gebäude bis zum Himmel also schief hoch. Das, den ersten Stein muss man richtig legen. Wenn man also auf einem, wenn man die ersten Steine richtig legt, dann das Gebäude ist stabil, dann braucht man nicht also in dieser Welt hinter Sicherheit zu suchen. Ja? Diktatoren im Nahen Osten wurden also alle unterstützt. Warum? Weil der Westen um Sicherheit fürchtete. Warum? Weil man also eine Wirtschaft definiert hat, die auf solche Zinsgeschäfte, die den Raub tierartiges Leben und Denken und Lebensstil verursachen. Nämlich also Turbokapitalismus und Raubtierkapitalismus. Und das sind also die Sachen. Und wenn und auch viele andere in Bezug auf Ethik, Familie, in Bezug auf Wissenschaft und alle Bereiche gibt es also solche Bausteine, die man also achten muss. Und auf diese Bausteine muss man also dann seine Theorien also aufbauen. So, ich glaube, bis dahin, ist dann also die Schöpfungsgeschichte sozusagen also ungefähr also beendet. So ist entstanden also unsere Schöpfung meiner Meinung nach, und hier muss also besonders also überprüft werden, geologisch, also ist ein interessantes Thema, warum ausgerechnet hier, ob das also das, was die Prophezeiungen im Islam also sagen, ob dieses Gebiet tatsächlich das erste Gebiet ist, also das aus dem Wasser also rausgekommen ist. Bestimmt gibt es Wege, wie wir also das überprüfen können. Ja, sonst werden also solche Details auch nicht also in die Welt gesetzt, ja, damit die Menschen also einen Hinweis haben, wo sie also hingucken können, wie in vielen anderen Angelegenheiten auch. Ich danke für dein freundliches Zuhören und Zuschauen, und ich danke Ihnen auch also für Zusehen und Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, tschüss. Ich grüße Sie nochmal. Es wurde gerade also die Frage gestellt, das ist also dieselbe Frage, das auch also im Christentum also besonders also gefragt wird, warum sollten wir diesen Prozess also akzeptieren und nicht also diese kreationistische, angeblich kreationistische Denkweise, wo also in der, im Christentum vor allem also einige Besonderes darauf sich beziehen, dass ja, die Pflanzen sind also einfach entstanden, dann die Tiere, dann die und dann die Menschen extra, und alles extra. Plötzlich sind sie auf der Erde.
Das sind Spekulationen, für die keinerlei wir handfeste Indizien sogar ja, auf der Erde haben. Was wir sehen in diesem in dieser Welt, dass alles in Bewegung ist. Alles in Bewegung ist. Und diese Bewegung, diese Änderung, diese Bewegung findet immer statt, ja, von einem niedrigen Zustand zum höheren Zustand des Seins. Immer wieder ist in Bewegung, jeder kleinste Moment, das man sich also denken kann. In der Richtung findet also immer, also vom niedrigsten Zustand des Seins zum höheren Zustand des Seins. Das geschieht ja nicht auf einmal, wenn Gott sagt, also wenn ich sage, sei, dann ist, ja, diese ist für uns ist 13,7 Milliarden. Für Gott ist gleich geschehen, Punkt aus Feierabend, ist gleich da. Es gibt nichts vor Gott, das also, ja. Für uns dauert es 13,7 Milliarden Jahren oder 4,5 Milliarden Jahre oder eine Sekunde, sonstiges. Für Gott ist schon da. Diese ganze Entwicklung, dieses ganze Universum ist in Gott. Ist in Gott. Aber Gott ist nicht also innerhalb der Dinge so, dass also gekapselt und begrenzt ist vor dem anderen Bereich. Ja? Alles findet vor Gott also statt. Wir sind sozusagen also ein Gedanken im Gedanken Gottes. Wir sind ein Gedanken Gottes, ganz einfach. Ja? Alles passiert also ja? Im Gegenwart Gottes also. Und genau aus dieser Sache müssen wir auch Kraft schöpfen. Aber Vögel, wir müssen auch das, was unsere Augen beobachten, ja, das müssen wir Bestätigung dafür auch finden. Wenn hier zum Beispiel erörtert wird, dass also Mekka, Gebiet von Mekka, also zuerst also aus dem Wasser rausgekommen ist, dann müssen wir auch das beobachten können. Ja, das heißt, der liebe Gott hat also in der Natur Wege gestellt. Ja, wenn wir diese Wege folgen, werden wir diese Antwort finden, werden wir das überprüfen können. Ja, so ist es auch. Also kreiert wird eigentlich jeder sozusagen 10 hoch minus 39 Sekunden, jede Planck'sche Sekunde, die wir uns also uns vorstellen, ja, 10 hoch minus 39 Sekunden, ja? In so eine kleine Bruchteil des der Zeit. Überhaupt Zeit ist eine Folge der Bewegung der Materie an sich. Und deshalb kreiert wird jeder kleinste Sekunde, jeder kleinste Moment der Zeit, die wir uns also uns denken können. Und es ist auch alles, wie gesagt, einmalig. Man wird also von einem Baum keine zwei Blätter finden, die wirklich gleich sind. Weder jetzt noch in der Vergangenheit. Und wir wagen uns zu sagen, so wird das also sehr wahrscheinlich, also wenn wir das also sozusagen über Induktion also die Sache also folgen, dann werden wir auch so sagen, dass in der Zukunft wird auch also nichts anderes also zu geben sein. Also es wird, Gott ist der Kreator, er kreiert.
Und zwar hat nicht einmal wie Newton behauptet, dass also einmal hat die Welt also kreiert und dann ist also am Strand also Urlaub gegangen. Ja, und so ist das. Gott ist in jedem Moment ist beim Schöpfen und bringt ja ständig auch neue Dinge hervor. Deshalb kreiert wird also in jedem Bruchteil der Sekunde. Und warum? Weil jetzt also Darwin versagt hatte, einen Priester zu werden und aus welchem Grunde auch immer, also sozusagen Atheist war. Warum sollten wir die Evolution, die er behauptete, sein Entdecker zu sein, sollen wir das verneinen, weil er also ungläubig ist oder sonstiges? Das kann doch nicht also wahr sein. Ja, und das ist ein Punkt, wo wir also besonders darauf achten müssen. Also nochmal zurück auf die Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage, deshalb möchte ich also gerne. Du sagst also, warum sollten wir also für die Entstehung der Menschen also so einen Verlauf also annehmen? Und warum sollten die Menschen nicht eine parallel zu den anderen Tieren. Warum hast du das also hier gemacht? Sollte es also vielleicht nach den Tieren, also Menschen, kommen? Das ist auch vollkommen richtig. Das hat aber keinerlei Belang. Also Menschen sind höher als die Tiere. Die Menschen sind hochentwickelte Tierform, Tierart. Eine Menschen sind jene Art von Tieren, die am besten entwickelt worden sind und bezieht sich dies auf ihrem Nervensystem. Nervensystem des Menschen, ja, ist das beste Nervensystem, der überall auf dieser Tierreich also zu sehen gibt. Ja, also wenn ich also so geschrieben habe, ist da vielleicht also Platz, mein Geld, aber das ist so. Aus der Materie sind Pflanzen und entstanden, ja, wie, natürlich, das müssen wir also in Entwicklung der Erdgeschichte also verfolgen, ja, und davor muss man also hunderte Millionen Stunden sitzen, um daraus also, um das also herauszufinden. Und davor sitzen auch also seit mindestens 150 Jahren, seit, sagen wir mal so, seit Darwin. Ja, also wie gesagt, also der arme Darwin ist jetzt aus bestimmten Gründen leider, ist ja selbst also Atheist geworden. Ja, aber der Weg, das er gesehen hat, das ist schon richtig. Und das ist auch nicht eigentlich seine Entdeckung. Die ganze Koran schreit also dahin. Die ganze Werke von Maulana Rumi. Maulana Rumi, große islamische Mystiker, sie haben ständig darauf gewirkt, dass was in dieser Himmel und Erde geschieht, ist alles also ein Bewusstseinsänderung. Und zwar von unten nach oben. Von niedrigem Zustand der Materie, ja, die wir leider Gottes immer den falschen, den Fehler begehen und die Materie als tot betrachten, ja, immer aus diesem sozusagen niedrigen Zustand der Materie, ja, kommt also in höheren Bereichen, bis er also Kalif wird. Bis Kalif entsteht. Wodurch entsteht dann also ein Kalif? Indem das erst einmal Gott von seinem Geist also im Menschen einhaucht, nennen wir das Homo sapiens, ja, also schreiben wir mal so, ja, Homo sapiens oder Homo erectus und alles, was wir wollen. Wir können also folgen, das ist nach uns also. Aber eine Reihe von diesen Menschen oder diese einzige Reihe des Menschen hat sich auch besonders gut also entwickelt. Sein Nervensystem, also den hat dann also Gott erst einmal auserwählt. Und was heißt Auserwählung? Dass man also ihn mit besonderen Eigenschaften auszeichnet. Das ist also Gottes Geist. Dieser Geist im Menschen wird zum Adam. Adam entsteht, sobald also Geist Gottes im Menschen eingehaucht ist. Dieser Adam hat dann Eigenschaft, dass er darf die Krone der Schöpfung sein, wegen diesem Geist. Nicht, weil er auf der Erde entstanden ist.
Ja? Und genau das hat auch der Teufel. Warum widersetzt sich der Teufel der Satan und er ist nicht bereit, wie alle anderen Engel, also sich vor dem Adam zu niederwerfen? Weil er sieht, dass er eigentlich aus dem Licht, aus dem Feuer entstanden ist und sehr nahe zu den Engeln. Ja? Engel sind auch also aus dem Licht entstanden. Engel sind Lichtgestalten. Und also, sagen wir mal, drei Kreationen finden also statt. Ja? Erst einmal die Materie kommt zustande und dann Licht gibt es hier, aus diesem Licht teilweise Feuer, teilweise richtig, also Licht, die zum Engel führen. Engel werden kreiert und durch den Feuer, also werden vor allem die Djinns also kreiert. Und ja, und das beobachtet auch also der Teufel. Er sieht, dass er eigentlich bevorzugter ist als Materie, weil er einen besseren, höheren Bewusstsein in sich sieht als die Materie. Und das ist auch vollkommen richtig. Aber bis wohin? Bis dahin, als der Mensch noch also Homo sapien genannt wird und der Mensch entstanden ist, wunderschöne Nervensystem, dieses Nervensystem, ja, verursacht, dass der Mensch ist auch eigentlich wie alle anderen Tiere. Ja, schau mal, wie die gegenseitig das zerfleischen, zerstückeln. Ja, sie zerstückeln die Tiere, ja sogar die einander also und sie töten, sie verhalten wie alle anderen Tiere. Und das beobachten auch die Engel. Und die Engel merken, das kann doch nicht also wahr sein. Der liebe Gott will aus dieser Erde ein Kalif sich also wählen. Und das beobachten sie. Deshalb können sie sich damit also nicht einverstanden geben. Das ist der Grund, warum Satan also sagt, nein, ich werfe mich nicht nieder. Warum? Weil er bis dahin sieht und nicht das. Dieser Prozess hat er nicht also richtig also erkannt. Und das ist also der Grund. Also ich bin halt der Meinung, Gott also erst einmal ist beim ständigen Kreieren, ist also ständig kreiert, ständig schafft er Neues in dieser Welt, in seinem Reich des Seins, und wir brauchen uns also gar nicht Sorgen machen. Und und wir sollten auch uns davor bewahren, die positiven Aspekten, die guten, anständigen Aspekten eines Atheisten sozusagen, wie Darwin auch also zu vernachlässigen. Das sollten wir nicht tun. Okay, also du stellst die Frage, okay, Entschuldigung. Du stellst die Frage, sag also, warum sind Adam und Eva in der Wüste von Saudi-Arabien also gelandet? Und außerdem, damals konnte hier also keine Wüste eigentlich sein, also alles Grün und so weiter und so fort. Das weiß ich nicht, das muss ich also ehrlich sagen. Ob das also, wenn er Grün war, wann? Natürlich also, wenn wir also die Erde beobachten, die Erde, diese Kontinente sind alle in einem, zunächst also miteinander sehr nahe gewesen, zu einer sehr nahe gewesen, haben sich also durch die Bewegung der Erdkruste also sich also getrennt und so die Kontinente entstanden. Ja, kann sein, dass also damals, aber wann ist genau, das ist eine gute Frage, interessant, wann ist genau diese Raus sozusagen Schmiss des Adam und Eva aus dem Paradies also stattgefunden? Können wir irgendwie also das herausfinden, oder bleibt also nur also eine Sache der Spekulationen und sozusagen Privatkenntnisse der großen Mystiker, weil ich also der Meinung bin, dass nur große Mystiker, die sich bereinigen und in diesem Zustand kommen, im geistigen Zustand kommen, in dem Bereich also, ne, wo das also wahrgenommen wird, auch in der Lage sind, tatsächlich also jene Eigenschaften haben, die also Adam hatte. Ja, auch im Paradies zu wandern, dass man behauptet, dass keiner aus der Jenseits also gekommen ist, ein absoluter Unsinn. Schon Mi'raj des Propheten, Mi'raj, als der Prophet in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem gebracht wurde und dann von Jerusalem zu der ganzen Himmel
Genau, und zwar nicht nur Himmel, dieser natürliche Kosmos, sondern er hat auch als ein Paradies gesehen, die Höhle gesehen und so alle das Reich Gottes gesehen, bis zu jener Punkt unter Leitung des Erzengel Gabriels, ja, Salamullah Aleyh, bis zu einer Punkt, ja, dieser Durchreise, Himmelreise, Himmelsreise des Propheten, ja. Die nennt man also Mi'raj. 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 Oder Mi. Mi. Mi'raj. Mi'raj. Die Himmelsreise. Gemeint ist also Himmelsreise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja? Dass er eine Nacht also wurde also von Mekka in einer Nacht nach Jerusalem gebracht, Felsendom, und vom Felsendom aus also Richtung Himmel wurde er also aufgehoben, und zwar nicht nur unsere Himmel, nämlich diese 13,7 Milliarden Lichter, sondern auch also ihm wurden also die Ereignisse im Paradies, die Ereignisse in der Hölle also gezeigt, und bis zu einem Punkt unter Begleitung von Erzengel Gabriel. Unter Begleitung des Erzengel Gabriel wurde also immer aufgehoben in im Reichweite des Bewusstseins. Das Bewusstsein, das ist also in Raum und Zeit nicht, der Raum und Zeit ist viel zu klein dafür für solche Ereignisse. Bewusstsein findet außerhalb der Raum und Zeit eigentlich statt. Und in dieser Zustand, bis zu einer Grenze, das malen wir also Grenze, ist also Erzengel Gabriel gewesen, und als sie dann weiterreisen wollten, Engel Gabriel sagte, nein, mein Freund, bis dahin konnte ich also, wenn ich einen Schritt weiter also aus der, nach dieser Bereich also mein Fuß also legen würde, würden meine Flügel sozusagen also verbrennen. Ja, ich darf ja nur bis dahin. Aber hier, das ist nur dein Reich. Ja, deshalb, ich weiß, was ihr nicht wisst, und nenne die Namen der Dinge, ja, Name der Dinge, ja, das wusste Adam, und diese Kenntnis, dass Adam hatte, das ist die eigentliche Reichtum der Propheten, die nach einem Propheten zu dem anderen Propheten kommt. Ja? Und bei Prophet Muhammad konnte man auch sagen, dass er also auch wieder erweckt wurde oder auch wieder ihm also gegeben worden ist. Ja? Also, allerdings, ab einer Grenze, dann ist Prophet Muhammad höher als den Erzengel Gabriel. Ja? Gott bleibt und seinen Propheten, das ist dann nur irre. Das ist der Grund, warum sagt man, islamischer Bewusstsein weist darauf hin, pass mal auf, du Mensch, du kannst höher sein als die Engel, ja, als die Engel, als Kalif. Ja, nicht als Bestie, Tiere, die sich gegenseitig als zerfleischen, ja, vor ein paar Tagen Reichtum auf dieser Erde, ja, alle anderen ausbeuten und so weiter und so fort. Nein, Kalif ist der in diesem geistigen Zustand, im Erkenntnis dieses Ereignisses ist. Und dieser Kalif kann dann höher sein als Engel. Kann Engel kann sogar Engel segnen. Dieser Mensch kann dann die Engel segnen. Ja? Das ist also, was wir vor allem, also, was heißt dann höher zu sein? Bis dahin, das heißt das. Es ist alles Segen. Ja?
Bis dahin also ist nur die Reichweite des fängt also die den Bereich des Propheten also an und dementsprechend auch also niedriger als die Tiere. Niedriger als die Tiere sind die Pflanzen, niedriger als die Pflanzen sind eigentlich die Steine. Deshalb auch im Koran steht also sogar, ja, sogar schlimmer als die Steine, durch die Steine sogar. Die Steine brechen und durch ihnen fließt Wasser, Wasser der Vergebung, Rahma, Leben und so kommt raus aus diesem Stein. Aber es gibt manche Herzen, ja, die noch schlimmer sind als die Steine. Die eigentlich die niedrigste Stufe des Seins. Aber wie gesagt, Sein ist nicht ohne Bewusstsein. Sein in jeder kleinsten Form, die wir uns also auch vorstellen, hat eigenes Bewusstsein, Intensität des, bestimmte Intensitäten des Seins oder ein eigenes Bewusstsein und er ist über sich selbst bewusst. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir also das begreifen wollen. Also, ja, das ist also... Ne. Ach so, nee, du hast also die wichtige Frage, deine wichtige Frage war das also, warum hier? Sind also in der Wüste also gelandet. Ich sage, wie uns aus der Erdgeschichte, Entwicklung der Erdgeschichte, also dürfte also hier also seit 10.000 von Jahren also ungefähr also die Wüste sein. Überhaupt also im Äquator. Im Äquatorbereich, in Linie der Äquator ist das Wetter, also Klima, also noch heißer. Und heute zum Beispiel, naja, okay. Und das ist ja Gebiet, in denen also besondere Wüste sich also entwickelt haben. Wichtig ist, das ist genau das Interessante, das ist in dieser Trockene, in dieser Wüste sind die Propheten, Offenbarungen zu Hause. Und die Quelle, schau mal, in leider Gottes auch also im Laufe der Zeit, warum die semitische Rasse, ja, semitische Rasse auch so intensiv also Richtung Rassismus sich tendiert. Ja, Semiten, also Kinder, Noah hatte also mehrere Söhne. Eine von diesen Söhnen heißt Sam. Er hieß Sam. Und dieser Sam ist Urvater der semitischen Rassen. Ja? Und diese Semiten sind in 20 also unter Kategorie von Semiten. Zwei davon sind einmal Araber, ja, Nachfolger des Ismails aus der Reihe des der Propheten Abraham. Abraham ist der erste Person, nachdem Sintflut also alles durcheinander worden war, wieder also die Kaaba hier errichtet hatte. Vorher war hier auch also eine Pilgerstätte der anderen Propheten, ja, und die Propheten, sie müssen nach Mekka pilgern. Und mit Sicherheit hat auch also Jesus Christus diese Pilgerfahrt da gemacht. Ja, wir wissen also lange Zeit des Lebens, wo er also war, natürlich nicht. Und die islamische Hadithe, Überlieferungen, sie sagen, dass die Propheten machen Pilgerfahrt nach Mekka. Ja? Mekka ist immer heilig gewesen. Ja? Islam ist ja nicht nur die Religion des Propheten Mohammed, ja, die Religion des Adam und Eva, von da fängt es an, Islam. Also, ja, aber das ist halt interessant, das macht natürlich, weil das Gebiet im Nahen Osten, dieses Gebiet, also Ursprung der Offenbarung ist, ja, das macht auch, also da kommen Menschen wie Araber, wie Kinder Israel, sie behaupten, dass sie also irgendetwas Besseres sind. Ja, woher kommt dann diese Bessere, dass sie sich also als Bessere der anderen Völker, anderen Menschen erstellen, weil ständig hier auch Propheten zu Hause sind.
wie genau dasselbe passierte auch also in den letzten 200 Jahren. Die Erfolge der Naturwissenschaften, ja, wurden also zu einer Keule, indem man also auf den Kopf der anderen Völker also geschlagen hatte, bis die Perser also aufgetaucht sind. Und sie haben also innerhalb von 20, 30 Jahren Lektionen also an das Abendland erteilt, wie kein anderer Volk in der Geschichte der Menschheit. Okay, ja, Entschuldigung.